Wollt ihr auch welche? Leontien. Das ist Apfeltaschen. Wollt ihr eine? Alter, schau dir mal an, wie viele Sticker das sind, Alter. Leontien. Oh mein Gott, ich hab was gewonnen. Hä? Was hast du gewonnen, Leontien? Oh mein Gott, iPhone 15. Hä? Alter, guck mal, Leontien, das ist das iPhone 15. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und zwar seht ihr schon, ich sitze gerade auf jeden Fall noch zu Hause, Leute. Und ich möchte heute Leontien überraschen, also meinen Nachbarn, ihr wisst Bescheid, Leute. Und zwar ist ja aktuell bei McDonald's das Monopoly-Gewinnspiel am Start, Leute. Und ihr solltet das alle kennen, wenn ihr in der letzten Zeit mal bei McDonald's wart. Und zwar hier in der McDonald's-App, Leute. Sieht man schon, dass man teilweise bis zu 100.000 Euro gewinnen kann. Man kann Reisen gewinnen, man kann Autos gewinnen, man kann PS5 gewinnen, Leute, iPhone, keine Ahnung, Curve-Monitore, Gold, alles mögliche, Leute. Das, indem man einfach nur bei McDonald's isst und sich die Produkte kauft. Das Ganze ist natürlich ein riesen Gewinnspiel und ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist zu gewinnen. Ich werde heute aber mit Leontien zu McDonald's gehen und ihn überraschen und wir werden 100 Produkte kaufen, Leute, und überall diese Sticker abziehen, werden die alle einlösen. Es gibt auch so bestimmte Probleme beim Einlösen, aber ich habe da vorgesorgt, ich werde mehrere Handys, mehrere Accounts benutzen, damit ich alle 100 einlösen kann, Leute. Und dann werden wir mal schauen, werden wir heute etwas Krasses gewinnen? Ja oder nein? Wir werden es auf jeden Fall sehen, Leute. Ich hole gleich mal Leontien ab. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Let's go, mal schauen, wie er reagieren wird. So Leute, Leontien steigt jetzt auf jeden Fall gleich ins Auto und ich bin richtig gespannt, wie er reagieren wird, Leute. Dann werde ich ihm das Ganze das erste Mal sagen. Und ich sehe da hinten schon Leontien, Leute. Okay. So Leute, da ist Leontien. Yes. Moin, was geht, Leontien? Was geht? Sag, na? Ey Leontien, ich habe eine richtig krasse Überraschung für dich. Ja. Und zwar, kennst du McDonald's Monopoly? Ja, da kann man richtig krasse Sachen gewinnen. Ja, ist richtig, ne? Man kann da 100.000 Euro gewinnen, PlayStation 5, boah, Autos, Reise nach Dubai, okay, Reise nach Amerika, okay, iPhone, iPad, Geld, Burger, alles. Und weißt du, was wir heute machen? Okay, von PlayStation habe ich genug. Ja, das stimmt. Weißt du, was wir heute machen werden, Leontien? Wir kaufen jetzt bei McDonald's 100 Produkte. Oh mein Gott, wirklich? Damit wir austesten können, ob wir mit 100 Produkten irgendwas Krasses gewinnen, okay? Okay. Bei McDonald's Monopoly. Hast du Bock? Was glaubst du, wirst du was gewinnen heute? Ich glaube, das Beste wird ein Kuchen sein. Und das Beste wird ein Kuchen sein? Nein, Burger. Oder ein da Burger, kann, ne? Kann man da auch nichts gewinnen? Theoretisch kannst du auch gar nichts gewinnen. Leute, 100 Produkte, das dauert ein bisschen, bis man die Bestellung bekommt. Ich würde sagen, aber wir gehen jetzt los, ne? Also schätze mal in die Kommentare, wie lange wir warten. Was denkst du, wie lange wir da warten? Eine Stunde. Glaube ich auch. Leute, ich würde sagen, auf zu McDonald's. So, Leontien, wir sind jetzt hier bei McDonald's. Hast du Bock? Ey, das wird unnormal krass, sage ich dir. Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein und dann werden wir die XXL-Bestellung machen. Ey, Leute, ich werde mindestens 500 Euro, glaube ich, jetzt bezahlen, würde ich mal schätzen. Das ist geisteskrank viel. Ganz wichtig, Leute, macht das nicht nach. Das ist ein Gewinnspiel. Meistens geht man leer aus. Ne? Natürlich kann man rein theoretisch gewinnen, aber Leontien, du weißt ja auch, es ist trotzdem unwahrscheinlich. Macht's, ne? Lieber nicht. Genau, Leute. Wir machen das ja nur als Unterhaltung. Genau, guckt euch nur bei uns an. Macht das bitte nicht selbst nach, so viel zu kaufen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und machen die Bestellung. Let's go. So, Leontien, let's go, Mann. Schau mal, hier gibt es sogar so einen Big Rösti. Big Rösti, ne? Das ist der neue. Ja, ist der neue. Also so. Ich finde ihn echt schon ein bisschen geil. Also, ich finde ihn okay. Findest du okay? Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall einfach mal rein. Lass und von jeder Sache 20 Sachen. Safe, ne? Warte, lass mal. Ja, guck mal, hier siehst du schon die ganzen Preise, Leontien. Guck mal. Hier, PS5 zum Beispiel war mit dabei und so weiter, ne? Leute, wir schauen die uns gleich in der App nochmal ein bisschen genauer an, oder? Würde ich sagen, was man da alles gewinnen kann. Ich würde sagen, jetzt kommt die XXL-Bestellung. Komm mal her, Leontien. Und ich würde sagen, wir machen zum Hieressen dieses Mal. Let's go. Und jetzt, Leute, müssen wir einfach nur drauf achten. Schau mal, millionenfach gewinnen. Wir müssen jetzt einfach nur gucken, bei den Sachen, die wir bestellen, dass das dabei ist. Wir fangen jetzt erstmal bei den Desserts an. Guck mal, da sieht man immer an den Bildern, wo diese Sticker sind und wo nicht. Und ich würde sagen, was ist bei Cookie? Boah, guck mal hier, heiße Apfeltasche. Drei Gewinnchancen hat man da und die, für nur 2 Euro. Ich würde sagen, okay. Ich mag aber keine Apfeltaschen. Magst du die nicht? Dann nehmen wir 20. Und Leontien, ich würde sagen, du kannst jetzt den Burger entscheiden. Geh mal hier zu den Burgern. Okay, Leontien, was meinst du, welchen Burger nehmen wir? Big Mac? Pasta. Welcher ist denn das? Der Royal Käse? Ja. Okay, dann nehmen wir den Royal Käse. Ich würde sagen, Alter, das ist unnormal teuer, aber mach mal. 50, oder? Und zack.
110 Euro nur für die Burger. WTF, Mann. Jetzt McDonald's. 170 Euro schon. Bro, wir haben erstmal 50 Produkte. Ey, warte mal kurz, bevor wir die ganzen Nuggets nehmen. Lass lieber die 6er Chicken Nuggets nehmen. Da ist nämlich auch immer ein Sticker dabei. Guck mal, wir können das hier nehmen. Dann haben wir 6 Gewinnchancen für 8,90 Euro. Dann machen wir das, ne? Das Menü. Und dann haben wir auch noch direkt Pommes und Cola mit bei. Aber dann, jetzt haben wir... Dann nehmen wir die 6 Gewinnchancen. Dann machen wir aber nur 10 davon, okay? Ey, das wird so lange dauern. Ey, unnormal. Ey, das wird geisteskrank, Leute. Wie gesagt, wir werden auch alles verschenken an guten Zweck von den ganzen Sachen. Keine Sorge, Leute, es wird nichts weggeworfen. Das ist mir ganz wichtig, nochmal hier zu sagen. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal zu den Menüs. Und dann gucken wir mal, wo wir am meisten Gewinnchancen hier haben. Guck mal, 9 Gewinnchancen haben wir. Okay, wir nehmen jetzt auf jeden Fall eins mit 9 Gewinnchancen. Guck mal, 9,90 Euro, 9 Gewinnchancen. Und davon nehmen wir jetzt mal, Leute, wir haben ja richtig viele Gewinnchancen hier. Alter, ey, 10 Stück kosten 95 Euro, aber ja, wir nehmen 20. Oh mein Gott, 100, 100, 100, es ist 200. Digga. 200, ey, Bro, das ist zu krank. 449, ey, ich sag ehrlich, Leute, das ist schon jetzt so krank teuer. Ey, lass mal jetzt den Rest wirklich mit Apfeltaschen auffüllen. Oder warte, mit Getränken. Ah, guck mal, hier, Wasser hat das, Cola nicht, siehst du? Komm, wir nehmen jetzt einfach nochmal 20 Wasser, weil Wasser kann man immer gebrauchen. Bro, ey, das ist viel zu jetzt krank, haben wir Leute. 100, warte. Alter, wir haben... Digga, guck dir diese Bestellung an. WTF, Warenkorb ansehen. Ey, Leontin, sag mal, hast du schon mal so eine McDonald's-Bestellung aufgegeben? Das ist krank, oder? Ja, krank. Ey, Leute, schaut euch das mal an hier. Bro. Warte, dass ihr seht, dass es nicht fake ist. Nee, wieso? Nee, nicht bar. Bargeldlos, ja. Schau, nicht fake. Nein, du hast bar gemacht, Leontin. Oh, no. Oh mein Gott, ja gut. Tut mir leid. Alter, 523 Euro. Geisteskrank, oder? Ja. Also, Leontin, du siehst hier, die 190 haben wir. Die ist in Zubereitung. Ich glaube, wir werden den ganzen McDonald's jetzt beanspruchen. Und zwar, Leute, ihr seht schon die Preise hier. Und zwar insgesamt, ihr seht's. 523 Euro McDonald's Beleg und wir werden jetzt safe über eine Stunde warten. Lass mal schon mal in unser Zuhause gehen, oder? Ja. Willst du noch mal kurz rutschen? Ja! Okay, let's go. Leute, wir haben jetzt eh Zeit, ne? Ja. Ja, let's jetzt go. Können wir so lange rutschen. Willst du auch einmal rutschen? Boah, ich glaube nicht mit meinem Knie, aber du kannst gerne mal machen. So, Leontin, auf in die McDonald's Rutsche! Ich sag's dir, hier ist alles nass. Oh mein Gott. Alter, pass auf, dass du dich nicht nass machst, okay? Leute, man sieht's hier ein bisschen, die Pfütze. Oh mein Gott, pass auf, Leontin. Alles nass. Nicht nass machen dich, okay? Leute, mal schauen, ob das klappen wird. Und dann rutscht ihr Leontin nochmal. So, Leontin, moin. Ich hab mich nicht nass gemacht. Ey, wenn du das schaffst, ohne dass du dich nass machst, bist du der Krasseste. Ja, rutscht, es ist auch ein bisschen nass. Es ist einfach eine Wasserrutsche geworden. Dann, Leute, oh... Hier unten ist ein bisschen nass. Alter, du bist der Krasseste. Einfach Ninja Leontin. Leute, übrigens, was wir dann gleich machen werden, wir werden gleich diese ganzen Sticker einmal abziehen. Oh, ist das unseres? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Wir müssen gleich mal nachfragen, Leontin. Nee, warte. Ich weiß nicht, ob das von uns ist. Hi, ist das unser Wasser? Ja. Ah ja, okay. Ja, erstmal in den geheimen Raum, ne? Ja. Da sind zwar gerade welche drin, aber das ist trotzdem unser Zuhause, ne? Oha! Alter, schau dir mal an, wie viele Sticker das sind, Leontin. Bro, geisteskrank. Ey, pass auf, Leontin, das könnten 100.000 Euro sein. Pass mal auf, das könnten 100.000 Euro sein hier. 100.000 Euro. Ey, wir müssen hier ganz vorsichtig aufbewahren, die ganzen Sticker. So, das lassen wir jetzt erstmal hier. Und Leontin, wir holen jetzt mal auch den Rest noch rein, ne? Let's go. So, Leontin, und zwar hier sehen wir alle Gewinner, die es gibt, ne? Es gibt 5-mal dieses Auto. Dann 10-mal eine Reise, 100-mal iPhone 15, 10-mal eine PS5 plus diese Konsole, Goldbarren 10-mal, 5-mal diesen Audi, 20-mal Mallorca-Reise und... Ich hinter dir schon aufsehen. Das sehen die Leute gleich erst. Leute, auch hier gibt es kleinere Gewinne noch, ihr seht schon, also man kann hier echt sehr, sehr viel gewinnen. Ey, so ein McDonald's-Bademantel wäre geil. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal an, Junge Leontin, was sagst du dazu? Richtig geil. Alter, Leute, gefühlt haben wir einfach mal ein gratis McDonald's eröffnet und ihr seht schon, überall sind diese Sticker hier drauf, Leute. Wir werden jetzt von jedem Produkt die Sticker abmachen. Du gönnst dir erstmal ein bisschen Chicken Nuggets, ne? Leute, übrigens, ihr seht, hier ist kein Sticker drauf, da haben wir das hier als so einen Streifen bekommen. Alter, wie geil ist das bitte? Ja, und beim Wasser auch. Ihr seht schon, das Wasser haben wir in so einem XXL-Pack bekommen. Und Leute, was wir jetzt eben machen, ist folgendes.
Leontin, wir werden jetzt von allen Sachen die Sticker ablösen. Dann machen wir die hier rein, Leute. Alle Sticker, ihr seht es dann gleich. Und dann werden wir das Essen komplett verschenken. Und zwar ist das eben für einen guten Zweck oder auch für andere Leute hier im McDonald's und so weiter. Und die werden sich dann bestimmt alle drüber freuen. Ne? Wir wollen ja nichts wegwerfen. Keine Sorge, Leute. Nichts wird weggeworfen. Genau, Leute. Ich würde sagen, Leontin, du darfst feierlich den ersten Sticker von einem Produkt ablösen. Vielleicht hier einfach. Können wir auf jeden Fall die Sachen verschenken. Und zack, let's go. Und rein. Leute, das war das erste Produkt. Ich würde sagen, die Produkte, die wir auf jeden Fall fertig haben. Guck mal, das können wir direkt hier in die Taschen reinmachen. Leute, und die werden natürlich dann gleich verschenkt. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt natürlich nicht den ganzen Prozess. Ich werde jetzt die Kamera aufstellen, dann gibt es ein kleines Zeitraffer. Ihr seht also, wie wir das machen. Ich sage, let's go. So Leute, die Apfeltaschen sind durch. Die verschenken wir jetzt schon. Gerade das Apfeltaschen. Warte, bleib hier, Leontin. So, wie viel wollt ihr? Zwei. Zwei. Danke. Komm, ihr kriegt drei. Wollt ihr auch? Okay, let's go. Gratis Apfeltaschen. Wollt ihr auch welche? Sind auch schön heiß. Let's go. Sehr gut, machst das gut, Leontin. Gratis Apfeltaschen. Wollt ihr eine? Komm, auch für euch. Einfach zwei, passt. So, moin, Jungs. Wollt ihr noch? Und Mädels? Ja, komm. Kriegt jeder von euch mal eine, ne? Let's go. Zack. Oh, ja komm. Die lasst jetzt einfach mal da. Und die einen noch vielleicht an den Herrn. Alle möchten sie auch eine gratis Apfeltasche? Danke, ich bin allergisch. Oh, dann lieber nicht. Ja. Gerne. So, ey, let's go. Wir haben alle verschenkt. Sehr gute Aktion. Leute, und jetzt werden wir mal weiter die Monopoly-Sticker abziehen. Let's go. Hey Leute, schaut euch mal hier den Zwischenstand an. Ich mache das immer aktuell so, ich reiße hier einfach die ab, zack, so, zack. Ja, das Abreißen ist schon echt geil, Leute. Leute, auf jeden Fall ist schon ziemlich viel Arbeit, bin ehrlich mit euch, aber wir wollen ja auch hier gewinnen. Alter, let's go, weiter geht's. So Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall alle Colas verschenkt und hier ist nochmal das Essen. Das Essen werden wir jetzt natürlich an einen guten Zweck bringen, Leute. Und danach, Leute, kümmern wir uns um... Oh, wo war die Tüte? Ah, hier, ne? Hier. Genau. Und danach kümmern wir uns um die McDonald's Monopoly Sticker, Leute. Richtig, richtig krank. Ey, Leontin, was glaubst du, werden wir was gewinnen? Safe, oder? Ja, safe. 100%, Leute. Bin gespannt. Let's go. Ich würde sagen, Leute, die Tüte bringen wir als allererstes zum Auto. Die ist am wichtigsten. Und danach die Kartons, ne? Also, Leute, wir haben jetzt noch ein paar Sachen hier verschenkt. Oh, ihr seht schon. Und ist es schwer? Schon sehr schwer. Wir haben den Bräs. Den Bräs haben wir schon eine ganze Tüte. Ja, nimm ruhig die ganze. Ganze? Ja, nimm. Let's go. Okay, Leute, als nächstes. Wollen Sie gratis Burger, gratis McPlant-Nuggets? Nehmen Sie ruhig alles. Wollen Sie hier McPlant? Ich nehme einen Burger dann. Ja, okay. Den hier? Ja, gerne. Okay, easy. Also Leute, im Kofferraum sind jetzt hier die ganzen Sachen. Jetzt, die verschenken ganz an Bedürftige jetzt, Leontin. Das sind wirklich alle letzten Sachen, die übrig geblieben sind. Alles andere haben wir im McDonald's auch an Kunden verschenkt, die gerade erst reingekommen sind. Also die haben sich auch sehr gefreut. Let's go. Also Leontin, Leute, ich konnte es nicht mitfilmen. Wir waren jetzt hier bei der Tafel, ne, und haben halt was abgegeben. Wir haben leider nicht alles genommen. Ein paar Sachen waren schon zu kalt. Es ging nicht, Leute. Aber ich würde sagen, trotzdem, die Leute haben sich gefreut. Sie haben jetzt schon geschlossen. Wir mussten uns echt beeilen. Leute, und jetzt fahren wir auf jeden Fall zurück und lösen die Sticker ein, ne? Let's go, Leute. Also wirklich, wir haben es geschafft, fast alles auf jeden Fall, so 95% zu verschenken. Richtig geile Sache, würde ich sagen. Leute, let's go. Und jetzt fahren wir zurück, würde ich sagen. Okay, Leontin, wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier hingesetzt. Wir haben hier die ganzen Codes, die wir eingeben werden, Leute. Natürlich, wir haben jetzt hier als erstes mal drei Smartphones mit drei verschiedenen Accounts. Und natürlich Prime. Und Prime fetzen wir auch noch nebenbei. Lass mal schon mal hier anstoßen. Let's go, Leute. Und einmal hier, zack, let's go. Auf den Hauptgewinn hoffentlich, Leute. Ist geil? Mhm. Das ist deine Lieblingssorte, oder? Nee, fast. Nein. Nicht ganz, ne? Ich würde sagen, Leontin, komm, wir geben mal zusammen den allerersten Code ein hier. So, Leute, der erste Code jetzt einlösen. Und Leute, was jetzt kommt, ist meistens so ein Countdown, der abläuft. Wir werden es einmal kurz sehen, was passiert. Oha, Leute. Und ihr seht schon, Glückwunsch, Jackpot-Ticket, deine 60-Sekunden-Chance. Dann haben wir einmal hier Goethestraße bekommen.
und so ein Rabatt. Okay, jetzt aktivieren. Was ist das? Was haben wir bekommen? Nee, warte. Und jetzt guck, jetzt müssen wir 40 Sekunden warten, dann schauen wir, ob wir den Jackpot gewonnen haben. Aber sonst haben wir nichts bei dem. So, Leute, wie gesagt, natürlich zeigen wir euch nicht alles, Leute, sondern wir lösen es jetzt natürlich so ein. Ja? Hier? Ja. Okay, Leute, der nächste Code wird eingelöst und gleich sehen wir jetzt hier, ob wir schon mal vielleicht sogar den Jackpot gewonnen haben. Oh, der ist falsch gewesen, der Code, Leontin. Nein, der war richtig. Nee, M, nicht N. Und da haben wir nichts gewonnen, vielleicht beim nächsten Mal steht hier, aber Leute, ich würde sagen, ja, ihr seht schon, auch hier haben wir jetzt so die Seestraße und das und so weiter. Und ne, ich würde sagen, wir zeigen euch auf jeden Fall einfach mal jetzt, ja, mal schauen, ob wir was gewonnen haben. Let's go. So, Leute, bei mir steht jetzt Glückwunsch, Theaterstraße. Also jetzt müssen wir noch ein, zwei weitere Sachen sammeln. Und dann hätte man hier Goldbarren und hier so eine Reise nach Miami. Aber natürlich müssen wir noch ein paar Sachen eingeben, ne, Leontin? Nein, 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 nur ein Teil davon. Also ist noch kein Gewinn aktuell. So. Oh mein Gott, ich hab was gewonnen! Hä? Was hast du gewonnen, Leontin? Oh mein Gott, lol! Cola Zero oder ein Eis? Immerhin, Alter. Okay, Hauptstraße noch. Alter, ey, let's go. Der erste Gewinn, Leontin. Ey, Leontin, der erste Gewinn. Richtig geil. Glückwunsch. Ey, richtig geil, Leute. Mal schauen, wie es weitergeht. Alter, Leontin, du hast nochmal gewonnen. Nochmal ein Eis. Und ey, guck mal, ich habe hier einen Kaffee oder Cappuccino gewonnen. Let's go. Weiter geht's. Mal schauen, Leute. Bisher natürlich noch nicht so krasse Gewinne. Ey, Leontin, guck mal. Ich habe einmal Pommes oder einen Softdrink. Und hier auf dem habe ich nochmal so Straßen einfach. Guck mal. Wiener Straße, iPhone 15. Was? Ey, ich glaube, vielleicht habe ich Glück und ich gewinne das iPhone 15 hier. Ja. Das wäre richtig krass. Mal gucken, Leute. Let's go. Und nochmal Pommes. Was? Und Cola. Richtig geil. Ey, Leontin. Ey, wir haben schon richtig, richtig viel eingelöst. Leute. Ey, so langsam bin ich fast schon kurz vorm Aufgeben. Oh. Boah, seit 2 Stunden lösen wir die ganzen Codes hier ein, Bro. Ey, ist unfassbar. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir noch Glück. Noch ein paar haben wir übrig. Ich würde sagen so, keine Ahnung, ein paar Stück. Let's go. So, mein letzter Code. So, letzter Code. Leute, bei mir ist schon durch. 2, 1. Let's go, Mann. Was ist lädt? Es lädt. Oh mein Gott! iPhone 15! Hä? Hä, was? Wie? iPhone 15 hast du gewonnen? Nein, ich hab weggeklickt. Hä, was? Hä, wie, du hast weggeklickt? Ich hab weggeklickt. Hä, warte mal kurz. Ey, warte mal, du bist hier auf Start gegangen. Oh nein, ey, sag mir nicht, dass du weggeklickt hast. Ich hab aus Versehen weggeklickt. Oh mein Gott. Okay, Leute, aber bist du ganz sicher, dass du ein iPhone 15 war? Ja, ich hab iPhone 15 gewonnen. Sofort gewinn iPhone 15. Sofort gewinn iPhone 15. Hä? Ja. What? Ey, nein, nimmst du mich gerade hops, Leontin? Stimmt halt wirklich. Oh mein Gott. Ey, Leute, ich muss gleich nochmal genau gucken am Handy und dann zeige ich es euch nochmal. Vielleicht finde ich ja nochmal doch einen Screenshot oder so, wie man es sieht. Falls ja, seht ihr es jetzt eingeblendet. Bro, ey, das ist geisteskrank. Es hat sich gelohnt, Leontin. Ja, Mann, let's go, iPhone 15. Let's go, Mann. Oh mein Gott, ich würde sagen, ey, wir schauen mal. Leute, ich warte jetzt nochmal ein paar Tage ab. Vielleicht kommst du da noch wirklich an. Und falls ja, dann werdet ihr es sehen. Hast du Bock? Ja. Oh mein Gott, ey, du bist zu krass, Leontin. Als ob du wirklich gewonnen hast. Digga, richtig krank. Leute, ihr werdet sehen. Let's go. So, Leute, es ist jetzt ein paar Tage später und der Postbote hat eben geklingelt. Leute, ich glaube, ihr seht schon, dieses Paket, das müsste eigentlich das iPhone sein. Ich habe jetzt mal hier die Adresse schon übermalt. Und zwar, ich würde sagen, Leute, wir schauen jetzt mal gleich rein zusammen mit Leontin. Ich habe es extra noch nicht ausgepackt, weil ich glaube, das ist sein iPhone. Ich schreibe ihm jetzt sofort, dass er direkt herkommt, Leute. Mal schauen. Let's go. So, Leute, Leontin sollte jetzt gleich da sein. Ich hoffe, er ist jetzt schon gleich da. Also, er kommt ja einfach gerade runter oder so. Schauen. Oh, let's go, Leute. Das muss Leontin sein. Moin. Moin, was geht, Leontin? Ja, es ist da. Oh mein Gott, wirklich? Ja, Mann. Ey, hast du schon Box auszupacken? Ja. Oh mein Gott, Leute, let's go. Leontin ist richtig aufgeregt. Ich würde sagen, du siehst schon das Paket. Bla, 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 schön. Alter, guck mal, Leontin, das ist das iPhone 15 Pro Max sogar. Mit 1 Terabyte. Du hast das krasseste iPhone ever bekommen. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Alter. Ist geil. Ey, wie findest du das? Guck erstmal hier so. Cool. Findest du die Farbe geil? Das ist dieses geil. Titan. Ja, das ist deins. Nimm mal hier raus. Oh mein Gott. Das ist satisfying. Oh mein Gott, zieh mal hier die Folie ab. Oh. Alter, richtig geil, oder? Und willst du, ey, wir müssen mal gucken, ob hier noch die Apple-Sticker dabei sind. Mach mal hier raus. Oh mein Gott, da ist er. Ja. Leute, ey, wo willst du denn draufgeklebt haben? Ey, Leontin, ich hab sogar extra
für dein iPhone 15 eine ultra krasse Burger-Pommes-Handyhülle organisiert. Wirklich? Ja, Leute, die kommt auch bald raus. Könnt ihr euch schon mal freuen. Leonzin, du hast sie ja schon ein paar Mal bei uns gesehen. Und das ist jetzt deine eigene Burger-Pommes-Handyhülle. Ja! Ist geil, ne? Schön, vorsichtig in die Hülle reinmachen. Boah, richtig geil. Gefällt's dir? Mhm. Boah, dann lass mal den Sticker. Ich glaube, man muss ja das Burger-Pommes-Logo sehen. Willst du den Sticker kurz auf dein Pullover machen? Krieg ich das jetzt auf die Stirn? Aua, hallo! Das neueste Apple-Produkt für 10 Euro. Ei, Lukas, was für 10 Euro? Eine Milliarde. Nein, 10 Euro. 10 Euro, ei, Lukas. Also, Leontin, du bist hier schon im StumbleGuys-Shop und hier gibt's einfach mal ein 60 Euro Angebot. Holen. Ey, was? Das kostet doch voll viel. Ja, egal. So. So, Leute, ich hab's hier, Leontin, geholt. Und zeig mal her. Boom, boom. Oh mein Gott, Special Skin Broly. Ey, geh mal kurz jetzt in den Spind und rüste den mal aus, wie der aussieht. Also, Leute, ihr seht, so sieht er hier aus. Richtig geil. Richtig. Leontin, sag ehrlich, wie ist das neue iPhone? 10 von 10. Nein, 35 von 10. 35 von 10. Leute, ey, zum Glück hatten wir so ein Glück auf jeden Fall. Komm, wir machen nochmal richtig fett hier die Glücksrad-Spins, ne? Digga, wie... Alter, hast du das teuerste Glücksrad gedreht? Ja. Oh mein Gott, Mann! Vielleicht. Ey, ich habe richtig viel Geld ausgegeben, Junge. Ja, vielleicht. Oh mein Gott, Leute. Schau mal, das ist der neueste. Der neueste mythische Skin. Zeig mal her hier. Boah, ey, Leontin, du machst mich fertig. Boom, boom, boom. Du machst mich fertig, sage ich dir, ey. Lass auf jeden Fall schon mal einen richtig fetten Like auf diesem Video da. Schreibt, ob ihr auch schon mal bei McDonald's Monopoly was gewonnen habt. Tschüss. Gönnt euch den neuen Burger Pommes Merch. 1.12. Das ist der geilste. 17 Uhr, ihr wisst Bescheid. Bis dann, wir sehen uns und ciao, ciao. Ciao, ciao.